Tür setzen wir uns hier einfach mal rein. Zack. Und, oh, wir können sie auf und zu machen. Fantastisch. Sogar mit einem kleinen Fenster zum rausgucken. Herzlich willkommen zurück bei Stranded Deep hier auf Let's Multiplay. Wir haben in der letzten Folge bereits gesehen, wie so ein Hausbau voranschreiten kann, wie schnell es gehen kann. In der Zwischenzeit habe ich hier nochmal einen kleinen Speer gecraftet, damit gehen wir gleich nochmal auf Fischfang. Und was wir jetzt noch machen werden, wir werden jetzt mal eine Tür bauen. Hier ist auch neu in der Version 0.02. Wir können jetzt wunderbare Türen hier bauen. Dazu brauchen wir, Moment, was brauchen wir denn überhaupt jetzt hier? Gucken wir uns einfach mal an. Zwei Palmblätter, zwei Seile und vier Sticks. Die Tür setzen wir jetzt hier einfach mal rein. Zack. Und, oh, wir können sie auf und zu machen. Fantastisch. Sogar mit einem kleinen Fenster zum rausgucken. Schön, schön. Sehr schön. Ja. Ein Bett kann man jetzt auch in der Hütte bauen. Das werden wir auch gleich nochmal machen. Wollen wir erstmal jetzt gucken, dass wir jetzt die nächste Insel erkunden. Ich habe schon mal eine ausgespottet oder mir schon mal ausgeschaut, auf die wir jetzt mal fahren können. Unsere Machete ist aber schon fast hinüber. Ich habe hier nochmal, uns nochmal, können wir jetzt mit der hier eigentlich, ne, das Knife brauchen wir nicht, sondern wir wollen jetzt nochmal eine Axt bauen jetzt hier. Jetzt brauchen wir Steine. Dann brauchen wir einen Stick, einen Rope und einen Rock. Und jetzt haben wir hier eine wunderbare Axt, mit der wir ein bisschen hacken können. So, wir nehmen die Machete aber auch nochmal mit. Haben wir den Kompass mit? Ja, haben wir auch, okay. So, Motor an. Getankt haben wir auch nochmal. Extra mal ein bisschen Benzin nachgefüllt in unseren Motor. Damit wir nicht ganz aufgeschmissen sind. So, einmal um die Insel rum. Und wir fahren heute mal... Ach Gott. Ja, das mit dem Ausflug hat sich fast erledigt. Moment, zieht nämlich ein kleiner Sturm auf. Ah, fahr jetzt mal Richtung 170. Da weiß ich, dass da eine Insel war. Ich wurde schon ausgekundschaftet. Wir fahren jetzt einfach mal hier todesmutig in den Sturm hinein. Vorher speichern wir aber noch. So. So todesmutig sind wir da doch noch nicht. Hallo? Motor? Bitte an. Danke. So, 170, ne? Ja. 170, wie gesagt. Fahren wir einfach mal drauf zu. Achso, also bei 220 sind wir gestartet. Also bei Minute 2 und 20 Sekunden. Das heißt, jetzt sehen wir, wie lange wir brauchen. Mal schauen, ich vermute auch so 40 bis 50 Sekunden. Wir wackeln ordentlich hier mit dem Kopf hier nochmal, dass wir auch hier die Fahrt nochmal heil überleben. Das könnte nur schief gehen. Mit Top Speed. So, 220, das heißt, wir sind ungefähr bei 310, also eigentlich müssen wir die Insel gleich sehen. Da ist sie. Sehr schön. Und was habe ich gesagt? 3 Minuten 6, 7, 8, 9, 10. Menschenskinder. Wieder 50 Sekunden gebraucht. Also anscheinend liegen die Inseln hier alle sehr, sehr dicht beieinander. Das heißt, wir zeigen uns jetzt hier mal auf unserer Karte. 1 Strich, 2 Striche, 3 Striche, 4 Striche, 5 Striche. Unsere Markierung und schreiben hier. Haben wir auf der Insel nicht schon? 170? Die hätte ich mir schon mal notiert hier. Scheiße. Moment. Waren wir hier vielleicht schon? Ich sammle die Sticks mal auf. Ich habe gerade das dumme Gefühl, dass wir schon mal auf der Insel schon mal waren hier. Ja, wir waren hier schon mal. Oder? Ich habe so das Gefühl, dass wir hier schon mal waren. Ja, hier waren wir schon mal. Da ist der Bucket Seawater. Wir waren hier oben noch nicht. Wir haben noch nicht geguckt, was hier oben... Ah, oh, jetzt juckt mein Auge, oder? So. Haben wir nicht geguckt, was hier oben... Oder haben wir hier eben gerade? Nein, da oben ist eine... Ach, da ist eine Torch, war da drin, ja. Habt ihr schon gesehen, dass da eine Torch drin ist, oder? Ja, also wir haben
hier schon mal, waren wir definitiv schon mal auf der Insel. Und das ist aber kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken. Können wir eh noch nicht. Das Feature wurde noch nicht mit eingebaut. Sondern wir werden von hier aus mal weiterfahren. Ich habe in der Zwischenzeit schon mal, das habt ihr nicht mitbekommen, eben gerade, die Karte ein wenig optimiert. Man sieht es hier. Moment. Da haben wir die Hauptinsel mit Nordwest, Ost, Süd. Ich werde es euch nochmal in groß nochmal zeigen. Und habe da hier mal die ganzen Markierungsbalken schon mal lustig eingefügt. Das heißt, wir sind jetzt bei den Koordinaten 170 und wir werden jetzt einfach mal weiterfahren in Richtung 170. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Bis zur nächsten Insel. Beziehungsweise, warte mal, gucken wir mal, wo wir hinfahren. Jetzt hier bei 170. Da hinten haben wir noch eine Insel und da haben wir auch noch Inseln. Fahren wir mal eine Insel mal vorbei und bleiben mal auf Kurs 170. Ups. So. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwelche anderen Sachen hier finden. So, wo fahren wir jetzt hin? Weiter Richtung 170, einfach mal ins Ungewisse hinaus. Bleiben wir einfach mal auf Kurs hier 170. Aber ich denke noch nicht sehr. Wir sind jetzt bei 6 Minuten sind wir gestartet. Oh, da lag ein Schiff. Moment. Da waren wir definitiv noch nicht drin. Das würde ich wissen, wenn wir hier schon mal drin waren. Nein, wir waren. Oh, eine Water Bottle, sehr schön. Die brauchen wir. Oh, noch ein Paddle. Oh, ein Fuel Tank. Auch sehr schön. Nehmen wir auch noch mit. Jetzt müssen wir gleich nochmal auftauchen. Haben wir jetzt alles mitgenommen hier oben? Pocket Knife brauchen wir nicht. So, jetzt schnell auftauchen, bevor wir keine Luft mehr kriegen. Oh, er hat gerade schon gegurgelt. Hat er gerade schon gemacht. So, jetzt mal rein hier in das Schiffswrack. Gucken, wo wir hier mal reinkommen am besten. Nein. Hier kommen wir noch rein. Da gehen wir gleich mal rein, wenn wir ein bisschen mehr Luft wieder haben. So. Einmal Luft schnappen und wieder abtauchen. Müsst ihr auch darauf achten, einmal kurz auftauchen reicht nicht, sondern eure Luft muss sich komplett wieder auffüllen. Hier sind ein paar Fernleser drin. Flashlight haben wir schon. Einen Hammer brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Oh, ein Propeller. Nehmen wir doch auch den nochmal mit. So, sonst haben wir hier aber auch nichts mehr großartig drinnen. Hallo? So. Jetzt warten wir, dass wir genug Luft haben und tauchen nochmal ab und gucken mal, ob wir irgendwo in den Rumpf des Schiffes reinkommen. Ja, vielleicht sollten wir nichts auswählen. Dann schwimmen wir vielleicht ein bisschen schneller. Haben wir hier noch irgendwas, wo wir reinkommen? Nein. Gut, haben wir hier noch irgendwo eine Kiste auf dem Deck liegen? Nein. Kriegen auch schon wieder fast keine Luft mehr. Uah. Auch das war wieder knapp. Wir haben ein paar schöne Sachen gefunden. Ich glaube, da hinten kommen aber gar keine Inseln mehr, ne? Habe ich so fast das Gefühl. Schmeißen wir den Bootsmotor nochmal an. Wir fahren am besten wieder zurück. Und zwar sind aus 170 sind wir gekommen. Die Richtung, das heißt, wir fahren jetzt Richtung 10 wieder zurück, also in diese Richtung. Müssen wir mal wenden hier. So ein Navi wäre ja auch nicht schlecht, ne? So, zutexten. Bitte wenden. Bitte wenden. Bei der nächsten Möglichkeit, bitte wenden. Achtung, Puffer gewähren, das wäre auch was für die Haie. Hier rumschwimmen. So, mit Full Speed zurück zu unserer Hauptinsel. Und dann sind wir wieder am Runterfallen. Auch eine super Idee. Dieses Runterfallen vom Boot. Also anscheinend können wir uns nicht am Boot festklammern. So, komm. Einmal aufsteigen bitte. Na, hallo. So, jetzt. So. Und jetzt im Eiltempo zurück zu unserer Insel. Wir haben auch irgendwas mitgenommen, ja, ein paar Sachen wir. Aber nicht, dass wir es eigentlich mitnehmen wollten. Und zwar ein paar Palmblätter und so. Alter, wieso sind wir jetzt schon wieder runtergefahren? Ey, ich verstehe das nicht, ey. Ständig fahren wir von unserem Boot runter. Das ist schon. Vielleicht soll ich mich mal hinknien. Mal gucken, ob das klappt. Mit meinem Hinknien und dann fahren. Achso, weil wahrscheinlich. So. Motor an. Mal gucken, ob wir hingeknien besser fahren können.
sieht aber besser aus. Gut sind. Oh, da ist Charlie. Da haben wir uns ja vorhin noch ein Speer gekauft. Den werden wir nachher nochmal einsetzen, um Charlie nochmal auszulöschen. Dann brauchen wir ein bisschen was anderes zum Essen. Ja, das ist es. Sehr schön. Haben wir es doch noch geschafft? Unsere Insel gut. Können unser Boot gerade auseinander? Ich hoffe nicht. Hier ist der Bootmotor. Ist das unsere Insel? Ja. Ich hoffe, es ist unsere Insel. Oder? Wie sieht das? Doch, so ist es. Da ist auch unsere Hütte, die sich jetzt gerade vor uns aufbaut. Hat sich versteckt vor uns. Cleveres Häuschen. Ja, gerade schon klar, wenn Angst, dass wir uns irgendwie verfahren haben. So, was haben wir Neues hier bekommen? Wir haben einen neuen Propeller. So, wir haben einen neuen Fuel Tank. Und wir haben einen Stick. Wow. Damit können wir bestimmt richtig viel machen. So, und wir haben eine Wasserflasche. So, die Wasserflasche ist jetzt. Können wir ein bisschen was von trinken? Ist jetzt leer. Gucken, ob wir sie jetzt auffüllen können. Ja, wir können sie auffüllen, die Wasserflasche. Und jetzt können wir wieder trinken davon. Sehr gut. So, wir brauchen nochmal neues Wasser. Einfach mal ins Meer rein und ein bisschen auffüllen. Dazu müssen wir ganz eintauchen. So. Ist der Eimer wieder voll mit Meerwasser. Einmal über das Feuer rüberhängen. Nochmal einen Stock mitnehmen, damit wir ein bisschen Feuer machen können überhaupt. Einmal rein hier. Den Leiter anmachen. Oh, ich wollte gerade sagen, jetzt brennt nicht das Feuer, sondern der Strand. Das wäre auch nochmal schön. So, Jerrycan, die ist aber glaube ich leer, oder? Können wir hier das Feuer vielleicht noch ein bisschen. Oh, ups. So. Wollte gerade sagen, nicht, dass wir jetzt mit der Jerrycan hier nochmal einen kleinen Inselbrand verursachen. So, und die zweite, die wir nochmal gefunden hatten, die nehmen wir auch noch mit. So, hier. Einmal hier Platz nehmen, bitte. Danke. So, und wir haben die Axt, mit der wir eigentlich arbeiten wollten. Wie spät haben wir es denn überhaupt jetzt hier? 14:37 Uhr, das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft, haben wir noch. So, können wir mal schnell was essen. Und dann mache ich den Osten aufbrechen. Im Osten waren wir noch nicht. Zumindest laut meiner Karte waren wir da auch nicht. So, mal fix was trinken. Nochmal eine Kleinigkeit essen. So. Ja. Damit können wir definitiv arbeiten. Wir fahren jetzt mal Richtung Osten. Osten. Jetzt müssen wir richtig auf dem Boot draufstehen. So. Ja. Nichts Sinnloses mitgenommen. Richtung Osten. So. Also Richtung. Genau Richtung 90. In die Richtung werden wir jetzt mal fahren. Da ist auch eine Insel da hinten. Ah, beziehungsweise Richtung 110 ist die Insel. Da werden wir jetzt reinfahren. Hoffen wir, dass wir da nochmal noch nicht fahren. Das Wasser ist jetzt zwar gerade fertig, aber das lassen wir jetzt mal über dem Feuer hängen. Gucken wir uns noch ein bisschen ab. So, Richtung 110. Bei 13:15 sind wir gestartet. Wie lange hin? 13:15 oder 13, also nur 13:15, wenn ich sage irgendwie 13:15 oder 26, dann ist es die Zeit, die wir schon aufgenommen haben. Die ich schon aufgenommen habe. Da dürft ihr also bitte nicht wundern. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Also wir rutschen immer so ein kleines Stück vom Boot weg. Das stelle ich jetzt zumindest gerade fest. So, 13:15. Ich denke, wir werden auch wieder so knapp 50 Sekunden brauchen, um da hinzukommen. So, weiter Richtung 110 hier. Jetzt sind wir bei 14:15. Und da vorne ist die Insel. Ziehen wir gleich 10 Sekunden ab und dann werden wir sehen, aha, wir haben genau 50 Sekunden gebraucht. Hier ist noch ein kleiner Hai. Einmal. Wow! Alter! Was bist du denn für einer? Charlie, ey. Menschenskinder, ey.
Da haben wir Charlie ein bisschen unterschätzt. Unser Boot liegt jetzt auf dem Rücken. Ah, shit. So, also auch hier stellen wir wieder fest, dass wir 50 Sekunden gebraucht haben. Wir ziehen das Boot jetzt erstmal hier an Land. Böser Charlie, böser, böser Charlie. So, haben wir es jetzt umgedreht? Oh, yeah! Bouncing Boat! Hui! Hui! So. Aber immerhin liegt es jetzt irgendwie halbwegs gerade. Oder wieder auf der richtigen Seite. Auch das ist die Magie von Charlie, der das Boot hier einfach mal in der Gegend hat herumspringen lassen. So. Ja. Jetzt zeichnen wir gleich nochmal, wenn wir am Strand sind, die Koordinaten von der Insel ein. Oh, irgendwas hat uns gerade getroffen. War es Charlie? Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber irgendwas hat uns gerade ziemlich verletzt. So. Puh, Boot gerettet und selbst gerettet. Und jetzt erstmal die Koordinaten hier eintragen von der Insel, auf der wir hoffentlich noch nicht waren. Das heißt, wir sind jetzt gefahren in Richtung 110 lag die Insel. Das ist ein bisschen südlicher. Also zeichnen wir es mal ein. 1, 2, 3, 4, 5 Striche. Und wir sind jetzt bei 110. Ich zeige es auf der Karte gleich nochmal. Das Ganze sieht nämlich so aus. Da haben wir die 110. Wo der Finger jetzt, wo mein Finger jetzt gerade drauf zu sehen ist. Sind die ein bisschen schwarz-weiß, ein bisschen doof. Aber da haben wir 50 Sekunden hingebraucht. Jetzt gucken wir, was wir auf der Insel hier so haben, bevor es dunkel wird. Hier ist noch ein Stick. Den sammeln wir doch mal mit ein. Hier ist noch ein Stick. Ein Stein. Oh, ein Schiffswrack. Sehr schön. Gucken, ob wir da jetzt so einfach raufkommen. Ich würde fast mal behaupten, nicht. Ja, da kommen wir nicht so einfach drauf. Das müssen wir nachher mit dem Boot. Oder? Oder können wir uns drauf glitschen hier? Ja, das klappt nicht so ganz. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite aus besser ran. Gucken wir uns das einfach von der anderen Seite mal an. Nein. Auch hier sehe ich schwarz. Müssen wir mit dem Boot wahrscheinlich hier vorne anlegen und dann drauf springen. Das könnte ein bisschen mehr bringen. Das werden wir aber erst machen, wenn der nächste Tag wieder angebrochen ist. So, hier nochmal ein paar Sachen einsammeln. Und sonst haben wir den Strand jetzt auch schon relativ gut abgeklappert. Ein paar Yucca-Plants, die können wir nochmal einsammeln. Oh, die Machete ist hinüber. Sehr schön. Gut, dass wir die mitgenommen haben. Sonst hätten wir nämlich ewigen Verschleiß gehabt. Jetzt gucken wir mal, ob wir nochmal irgendwo. Was? Ah, das habe ich gesucht, Potato Plants. Ich habe ein bisschen Angst, die jetzt so wieder zu essen. Letztes Mal haben wir uns vergiftet. Können wir ein Campfire jetzt eigentlich machen? Ich guck mal eben. Ach, wir haben ja kein Feuer mit. Sehr schlaue Idee. Na, ich bin schon wieder am Gift- und Gallesspein. Potato because. Ja. Egal, wir essen sie einfach und gucken nachher mal auf unsere Hauptinsel, ob wir denn die Potatoes neuerdings auch grillen können, ob das dann mehr bringt. Ich weiß nicht, rohe Kartoffeln sind wahrscheinlich ziemlich ungesund. Das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum es uns so schlecht geht. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch ein paar Kokosnüsse dran? Ja, haben wir noch. Können wir mit linken Maustaste auch einfach runter fallen lassen, wollte ich gerade sagen. Irgendwie das jetzt gerade nicht so funktioniert. Oder? Ne, haben wir eingesammelt. Wo ist denn die andere hingefallen? Doch gerade anscheinend eine runtergeworfen. Gut, ist jetzt im Dunkeln nicht so ganz gut zu erkennen. So. Gibt's auch dieses tolle Lied. Wer die Kokosnuss geklaut? Ich glaube, es war aus dem Dschungelbuch. Wenn mich nicht alles täuscht. So, ein bisschen Hunger haben wir noch. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut?
Weiter kenne ich den Text nicht. Es reicht aber auch, ich will euch mit meinen Gesangskünsten oder Nichtkünsten auch jetzt nicht weiter schockieren. Oh, da hinten liegt ein Schiffswrack. Da schwimmen wir jetzt einfach mal hin. Ich schwimme ja gerne nachts und im Dunkeln. Auch wenn ich überhaupt keine Laterne mit habe. Aber egal, das mache ich halt immer wieder mal ganz gerne. Und brauche ein bisschen Nervenkitzel hier als Überlebender. So, was haben wir hier? Haben wir irgendwo was hier? Da ist ein Hardcase. Oh, ein Leiter ist drin. Immerhin können wir gleich nochmal Feuer machen auf der Insel. Aber sonst ist hier nichts mehr. Immerhin. Wir wurden erhört. Wir haben gesagt, wir können kein Feuer machen, weil wir kein Feuerzeug mit haben. Und jetzt haben wir ein Feuerzeug gefunden. Ich glaube, es ist mittlerweile schon unser drittes Feuerzeug, das wir gefunden haben. Aber alle guten Dinge sind drei. Und jetzt versuchen wir mal ein Feuer zu machen. Ich weiß gar nicht mal, wie viel. 5 Sticks brauchen wir dafür. Sehr schön. So. Einmal Feuer entfachen, bitte. Damit wir wenigstens hier in der dunklen Nacht nicht ganz so verloren sind. Aber ich glaube, die Potato. Ach, hier ist eine Potato Plant. So. Sammeln wir die Potatoes einfach mal ein. Haben wir jetzt 3 Stück? Ja, haben wir. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die irgendwie über dem Feuer rösten können. Ja, es gibt da zumindest einen Sound dabei. So. Setzen wir uns jetzt hier einfach mal ran. Und halten die Kartoffel ein bisschen über dem Feuer rüber. Und warten mal ab, was passiert. In der Zeit trinken wir nochmal ein Schlückchen. Und warten wir mal ab, was jetzt passiert. Oder auch nicht passiert mit der Kartoffel. Ich weiß auch gar nicht, wie lange wir sie beim Feuer jetzt hier halten müssen. Da hinten ist auch noch ein Schiffswrack, sehe ich gerade. Da steigen Luftbläschen auf, wobei ich glaube, da waren wir gerade. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, ganz schön lange, wie man das hier rüber halten muss, hier beim Feuer. Die Kartoffel. Schauen wir mal, was passiert. Oder auch nicht passiert. In der Hoffnung, dass vielleicht... Oh! Da hat das Pling gemacht. Cooked Potato. Und uns ist nicht mehr übel. Das heißt, Kartoffeln können jetzt auch über dem Feuer geröstet und gebraten werden. So, lassen die mal liegen hier. Und kriegen wir noch eine zweite dahin. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, die werden bestimmt auch gleich fertig sein. Wenn sie nicht vorher runterfallen. Das heißt, wir werden jetzt hier nochmal schön hier die riesen Palmen hier nochmal einmal abhacken, damit wir ein bisschen Holz haben. Wir müssen uns ja nachts auch ein bisschen nützlich machen. Und ich sehe auch gerade, dass die Folge eigentlich schon wieder vorbei ist. Während der Baum hier schön fällt. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst da unten gerne einen Kommentar stehen und like dieses Video sehr, sehr gerne. Falls ihr es nicht abonniert habt, tut es auf jeden Fall. Es werden weitere Folgen von Stranded Deep in Kürze hier folgen. Aktuell eigentlich sogar fast täglich. Zumindest ist das der Plan für die nächsten Tage und Wochen. Und ja, euer Support ist natürlich dabei immens wichtig. Während es da hinten gerade Pling gemacht hat und wir nochmal eine Kartoffel zum Abschluss verspeisen werden. Sehr gut. Nom nom nom, sage ich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Let's Multiplayer.